Bigger, bigger. Kapitel 26. Coitus Interruptus. Ich sitze meiner Freundin im Café gegenüber und freue mich meines Lebens. Luna ist zu Hause. Ich bin weit weg von ihr und habe ein Date mit einem bildhübschen Mädchen, die ich seit fast 5 Jahren kenne. So langsam fange ich an zu glauben, dass mein Leben gar nicht so übel ist. Woran denkst du? Nichts. Alles okay. Sie lächelt. Ich finde es süß, wenn du dir so viele Gedanken machst. Mach ich doch gar nicht, erwidere ich und versuche, Luna aus meinen Gedanken zu verbannen. Was bei einer neurotischen Nervensäge wie ihr nicht gerade einfach ist. Gott sei Dank reißt mich dann jedoch der Kassierer aus meinen finsteren Gedanken und ich gebe ihm aus reiner Dankbarkeit 5 Euro Trinkgeld. Und? Fragt mein Date schmunzelnd. Was machen wir jetzt? Nach einigen Diskussionen entschließen wir uns, zu mir nach Hause zu fahren. Um ehrlich zu sein, wird mir bei dem Gedanken, Luna und meine Freundin in einem Haus zu haben, Angst und Bange. Aber gut, wir werden ja sehen, wie dieser Abend für mich ausgeht. Nach einer guten halben Stunde ging immer noch nichts schief. Luna ist tatsächlich außer Haus. Derpy und Dieter sind weiß Gott wo und ich bin hier allein. Das alles läuft geradezu schockierend glatt. Jeden Moment erwarte ich angespannt, dass Luna durch die Tür brettet und das Date mit einem ihrer patentierten Kommentare in Grund und Boden walzt. Doch es bleibt still. Kein nerviges blaues Alicorn, keine unerwarteten Vorkommnisse. Das alles macht mich verdammt nervös. Was ist los mit dir? Du bist total angespannt. Nichts. Ich kann ja schlecht erzählen, dass ich jederzeit damit rechne, dass ein blaues, geflügeltes Einhorn mit einer Tüte voller Videospiele, die sie von meinem Geld gekauft hat, durch die Tür kracht und unser Date auf grausame und unschöne Art und Weise beendet, die darin ausartet, dass sie mich nie wiedersehen will und ich einsam und verbittert mit Luna den Rest meines kläglich erbärmlichen Daseins verbringen muss. Noch bevor ich mich über diesen Gedankengang wundern kann, hat sich meine Freundin bereits an mich rangemacht und beginnt meine Schultern zu massieren. Du bist ja völlig verspannt, Süßer. Hey, langsam, will ich sie abbremsen. Dann besinne ich mich eines Besseren und strecke mich ihr entgegen. Während ihre schlanken Hände über meinen Rücken hinabwandern, verschwinden langsam alle Gedanken an meine nervtötende Mitbewohnerin. Wow, eines muss ich ihr lassen. Sie kann einen Mann wirklich um den Verstand bringen. Na, gefällt dir das? Allerdings. Dann lässt sie plötzlich von mir ab, was sich ungefähr so anfühlt wie ein eisiger Regenguss nach einem warmen Bad. Ich denke, wir sollten jetzt besser im Schlafzimmer weitermachen. Raunt sie zu mir und lächelt. Plötzlich fühlt sich mein Hals ziemlich trocken an. Okay, murmel ich kleinlaut. Und während wir im Bett liegen und uns, fit halten, wird mir auf einmal klar, dass mein Leben einfach herrlich ist. Alles lief heute glatt. Man könnte sagen, heute war wohl der beste Tag seit langem. Da höre ich plötzlich das Geräusch einer ins Schloss fallenden Tür und plötzlich zerbricht die Illusion eines wunderschönen Lebens vor meinem geistigen Auge. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Verdammt! Was ist los? Nichts. Aber wir sollten für einen Moment leise sein. Meine, Mitbewohnerin ist gerade heimgekommen. Was? Du hast eine Mitbewohnerin? So in etwa. Oh, Scheiße. Murmelt sie und rollt sich von mir weg. Erneut könnte ich mich für meine eigene Dummheit ohrfeigen. Ist schon okay, wispere ich und ziehe sie wieder zu mir. Wir müssen einfach nur ein bisschen leise sein. Bevor ich meinen Satz beenden kann, reißt Luna die Tür auf und stürmt ins Zimmer. Hast du noch Sahne für meinen Kuchen? Oh mein Gott! Meine Freundin kreist los. Ich schlage mir gequillt vor die Stirn. Luna sieht aus, als wäre sie der Ohnmacht nahe. Und langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ein funktionierendes Sexualleben mit einem Alicorn im Haus einfach nicht möglich ist. Und während mein Liebesleben vor meinen Augen aus der Tür stürmt, Luna schallend auf dem Boden reiert und ich den Tränen nahe mein Gesicht verberge, wird mir klar, dass mein Leben total im Arsch ist. Mal wieder.